Ich habe hier nochmal zwei Spider-Man. Halt's Maul. Hey Leute, hey Leute, hey Leute, ich habe hier noch ein paar Spider-Man-Magazine. Ja, diese Dinge haben schnell ihr Ende gefunden. Jetzt gibt es ja diese neuen schwulen Ultimate-Spider-Man-Hefte. Ich finde die komplett unnötig und meines Wissens nach komplett überflüssig. Hier haben wir den Hulk mit seiner kurzgeschorenen Kanackenfrisur. Halt's Maul da unten. Also jedenfalls wird hier nochmal vorgestellt, was für ein tragisches Leben Bruce Banner hat und er von der Armee gejagt wird. Die Zeichnungen sind ein Ding für sich, aber sie sind okay für eine Zeit lang. Hier werden noch ein paar Takt, also hier werden noch ein paar Sachen über ihn erzählt. Graue Gewalt. Da konnte sich Hulk nur nachts in dieses Monster verwandeln. Ja, und da haben wir auch noch grüne Gesundheit. Also er hat ja sozusagen ein verdammt gutes Immunsystem und kann alles überleben. Muskelmaschine, unbegrenzte Kraft, unbegrenzt. Kann keine Grenzen, ja. Da haben wir noch grüner Gehilfe und dann noch gemeinsam stark. Also jedenfalls, Hulk ist auch noch ein Mitglied der Defenders. War eigentlich auch ganz nett, also. Also Leute, meiner Meinung nach würde ich den Hulk viel lieber bei den Defenders sehen als bei den Avengers. Yep. Und da haben wir noch Kampf der Titanen, obwohl der Hulk eigentlich immer seine Ruhe wollte, hat er sich immer mit den größten Schwergewichten immer rumgeprügelt. Gamma Gear. Hier werden noch Andeutungen auf andere Kreaturen gemacht, die einst dieser Gammastrahlung ausgesetzt wurden. Abomination, Flux, Abominatrix. Und. Ja, und dann noch, wenn der Hulk einmal seine riesigen Fäuste zusammenschlägt, entsteht eine alles zerschmetternde Druckwelle. Was ich eigentlich auch cool fand, immer für Neueinsteiger, das Marvel A bis Z. Einmal als Schurken haben wir hier immer Venom und so, alles, was hier so vorgestellt wird. Vibranium. Vibranium ist so ähnlich wie Adamantium, kann auch sehr viel Strahlung absorbieren. Ja, und dann wird hier noch auf General Ross eine Anspielung gemacht. Dann ja noch auf Planet Hulk, also hier kommen es, hier kommen sozusagen angeblich ein paar Aliens auf die Erde, was ich aber nicht glauben kann, weil es zu Planet Hulk gehört. Das Spider-Man-Magazin ist ja für Neueinsteiger und darf ja und durfte ja keine Anspielungen auf andere oder fortgeschrittenere Marvel Stories zu machen. Hier. Der Hulk. Er ist stark genug, um mehr als 1000 Tonnen mit Leichtigkeit, ich meine 100 Tonnen Leichtigkeit zu stemmen. Echt, also man kann sagen, was man will, aber ich finde es hier echt krass gezeichnet von David Nakayama. Hier hat er sich mal mit Fin Fang Foom gekämpft, sozusagen der Shenlong des Marvel-Universums. Hier wird gezeigt, dass der Hulk für ein Monster gehalten wird, obwohl er sich mit zig vielen anderen bösen Kreaturen geprügelt hat. Hier beruhigt er noch mal den Hulk, aber dann, naja, wird er noch mal festgenommen von dem Militär. Hier konnte man den Hulk ausmalen oder noch mal zeichnen, war eigentlich auch ganz okay und eigentlich auch cool. War ich auch an sich nett gezeichnet, hat etwas Oldschool-artiges. Ja, und diese guten alten Zeichnungen. Mann, Mann, also das sieht krass aus, Junge. Also wenn es den Superhelden gäbe, hätte ich mir davon 100 pro Serie geholt, Leute. Eins ist sicher. Ja, da haben wir schon als nächstes sozusagen eine Handspritzmaschine ist beim nächsten mit dabei. Doch ein paar Dragon Ball Z Sticker. Naja, es ist 2000 in. Das ist. Als das 2009 eher weniger in war, eher nachvollziehbarer. Ja, wie gesagt, Bruce Banner ist jetzt beim Militär und er wurde vorzeitig mit einem Betäubungspfeil erschossen. Aber irgendetwas stimmte nicht, ganz genau. Nämlich der Brokkoli-Kopf und der Riesen-Gremlin stecken da unter einer Decke. Naja, und er fällt, während Bruce Banner gerade betäubt ist, will Emil Blonsky sich unbedingt rächen und foltert ihn ein bisschen. Doch dann kommt jedenfalls dieser komische kleine Nichtsnutz Spider-Man und will ihm helfen. Naja, aber das bringt nicht allzu viel, denn es kommen schon die nächsten Gamma-Anabolika. Eigentlich echt cool aus.
Diese Stelle finde ich hier auch lustig, wo das Spider-Man sagt: Ach komm schon, Alter, ach komm schon, Alter, ey, tu doch mal wenigstens so, als ob es wehtun würde und ihm ins Gesicht tritt. Also, das sieht cool aus. Hier werden noch andere Anspielungen auf den Leader gemacht oder eher gesagt eine Gamma-Basis hier. So, sein Gehirn ist in der Lage, Informationen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu verarbeiten. Der Leader kann über 400 Worte in einer Minute lesen. Also das ist begabt. Obwohl Dr. Doom 1000 schafft. Nein, also Dr. Doom ist kein Schnellleser. Er ist eher Erfinder und Eroberer. Wieder mal das Marvel A bis Z. Hier kommen wir schon zu einem wesentlich interessanten Charakter, Emil Blonsky. Eine Rachsucht ist eine, also sagen wir mal so, eine Rachsucht und sein Ego haben ihn so weit getrieben, dass er sogar Banners Frau getötet hat. War eigentlich auch übelst cool und ihn als Feind, ich mag ihn eigentlich. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein sollte, ich fand's schon ein bisschen schade, dass er immer gegen den Hulk verlieren musste. Und mehr Worte als ein Haar oder ein Kann Flux ja wohl ähnlich, kann ja wohl Flux ähnlich sagen. Naja, dann können wir die anderen angerannt. Diese Stelle sieht hier cool aus, wo er die auf einmal so aneinander knallt. Dann kommt der Abomination, will wegrennen. Naja, und dann klatscht ihn der Hulk einfach weg. Bam, Alter. Schon aber, was ich schon irgendwie merkwürdig, aber zugleich cool finde, dass es wieder mal solche uralten Charaktere namens Flux und Ravage mal geschafft haben, weil so großes Hulks einzelne, sagen wir mal so, also sagen wir mal so, Hulk hat nicht viele sehr bekannte Feinde. Und deshalb fand ich es mal cool, dass man auch mal wieder den Ravage eingeführt hat. Ja, Spider-Man, ich weiß nicht, wo ihr es noch herkriegen könntet, vielleicht könnte man es irgendwo bestellen und so. War eigentlich ganz nett, eher für Kinder und so und solchen Spielzeug. Und. Ich hoffe, das war's, Leute. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen.